So, liebe Freunde, wie versprochen, jetzt das Video über das angebliche Al-Nusra-Interview von Jürgen Totenhöfer. Also, ich habe mir mal die Sachen genau angesehen auf reddit.com. Den Link findet ihr unten in der Quellsammlung. Ist es sehr genau erklärt. Dort wurde der Standort des Interviews herausgefunden und ich versuche es jetzt hier mal euch auf dem Screen zu zeigen. Ich werde das mal wieder einblenden. Unter anderem ist es ein Steinbruch. Dieser Steinbruch ist in der Nähe eines militärischen Checkpoints. Der heißt Haraibel. Und dieser Checkpoint ist im Hintergrund zu sehen. Das Besondere an diesem Checkpoint ist aber, das ist kein Al-Nusra-Checkpoint, sondern das ist ein Checkpoint des Assad-Regimes. Und dieser Steinbruch ist ebenso im Gebiet von Bashar al-Assad. Und daneben befindet sich, das sieht man auf einer Landkarte, auch noch militärisches Gelände von Bashar al-Assad. Und auch noch mal weitere Barrieren zum Gebiet von Al-Nusra. Das Al-Nusra-Gebiet ist ungefähr ja, einen halben Kilometer davon entfernt, wenn nicht sogar einen ganzen Kilometer. Und das ist dann schon ein bisschen auffällig, was Jürgen Totenhöfer einem da verkaufen möchte. Warum oder wie kann er sich denn mit einem Al-Nusra-Kommandanten im Gebiet von Assad treffen? Ist das wirklich ein Al-Nusra-Kommandant? Das zweifle ich mal an. Also, ich kenne mich ein bisschen mit dem Islam aus, noch sehr mit Islamismus. Und viele unterstellen wahrscheinlich Jürgen Totenhöfer, dass er sich ebenso damit auskennt. Damit unterstellen sie ihm leider Falsches, denn Jürgen Totenhöfer hat vom Islam so gut wie keine Ahnung. Er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht mal den Koran gelesen. Sonst wäre ihm vielleicht sogar aufgefallen, dass, wie ihr jetzt gleich auf diesem Screenshot sehen werdet, der sogenannte Al-Nusra-Kommandant einen goldenen Ring trägt. Nur ist das für gläubige Muslime eigentlich untersagt und für Islamisten ist das ein absolutes No-Go. Ihr werdet niemals einen ISIS-Kämpfer sehen, der einen goldenen Ring trägt. Ebenso auch einen Kämpfer von Al-Nusra und anderen dschihadistischen Gruppen werden niemals goldene Ringe tragen. Hier, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Hadith. Ali berichtet, dass der Prophet Seide in die rechte Hand und Gold in die linke nahm und sagte, diese beiden sind für die Männer unter meinen Anhängern Haram. Das ist eine Überlieferung. Und dann gibt es eine weitere Überlieferung. Der Prophet sah einen Goldring an der Hand eines Mannes. Da nahm er ihn und warf ihn weg und sagte, hebt jemand etwa ein Stück glühender Kohle auf und hält es in der Hand? Als der Prophet weggegangen war, sagte jemand zu dem Mann, nimm deinen Ring und zieh einen Nutzen daraus. Er meinte, dass er ihn vielleicht verkauft. Worauf dieser sagte, nein, bei Allah, ich werde ihn nie nehmen, wo ihn doch der Prophet weggeworfen hat. Und jetzt soll tatsächlich ein Kommandant von Al-Nusra einen goldenen, einen dicken, fetten goldenen Ring tragen? Das ist mehr als unrealistisch. Und eigentlich hätte das Jürgen Totenhöfer auffallen müssen. Warum ist ihm das nicht aufgefallen? Oder ist ihm vielleicht das aufgefallen? Man kann darüber nur spekulieren. Wusste Jürgen Totenhöfer, dass das ein Hochstapler ist oder ein Schauspieler? Oder hat er einfach keine Ahnung vom Islamismus und Islam? Das ist jetzt ein Punkt. Gehen wir weiter. In dem Video wird natürlich umfangreich gegen die USA und gegen Israel, gegen den Westen allgemein gehetzt. Es wird sich auch klar gegen eine Waffenruhe ausgesprochen, also dass Menschen sich in Sicherheit bringen können. Angeblich sagt dieser Al-Nusra-Kommandant auch, dass er etwas gegen Hilfslieferungen hat. Das sind alles Inhalte, die man eigentlich nur von der wirklich unrealistischen Propaganda von Bashar al-Assad kennt oder aus dem russischen Staatsfernsehen oder Russia Today, in dem Sender übrigens, in dem Jürgen Totenhöfer als erstes auftrat mit diesem Interview.
Und würde man dieses Interview auch noch glauben, wären die Folgen wahrscheinlich dramatisch. Man könnte davon ausgehen, dass es halt keine Verhandlungen mehr über Waffenstillstand und Hilfslieferung gäbe. Und das Morden würde so weitergehen. Leidtragenden wären die Zivilisten. Und davon gibt es schon mehr als eine halbe Million Tote in Syrien. Jetzt fragt man sich, wer hat ein Interesse an so einem Interview? Natürlich Putin, Assad, die Kriegsparteien um das alte Regime. Aber auch Jürgen Totenhilf hat ein Interesse, denn er zeichnet grundsätzlich die USA, den Westen und vor allem Israel als quasi Reich des Bösen und verteufeln. Wenn das seine Absicht ist, man weiß es nicht, ich kann es bisher nicht beweisen, es spricht nur sehr viel dafür. Denn wie gesagt, das Interview fand in dem Gebiet von Assad statt. Der Kämpfer ist auch noch verschleiert. Das ist untypisch für einen Kommandanten. Warum soll er sich denn verschleiern? Er ist doch sowieso auf der Gegenseite. Es gibt also keinen Grund, das Gesicht zu tarnen, außer er könnte als Schauspieler von Bashar al-Assad enttarnt werden. Der Goldring kommt hinzu und, ganz interessant, er spricht mehrfach von der Mehrzahl von der Al-Nusra-Front. Nur hat sich die Al-Nusra-Front vor über 2 Monaten umbenannt in Fatah Ash-Sham. Und kein Kommandant würde den alten Namen benutzen. Hinzu kommt, dass sich auch ein echter, verifizierter Kämpfer, der ehemals Al-Nusra-Front, beziehungsweise jetzt Fatah Ash-Sham, zu Wort gemeldet hat und vehement das Interview mit Jürgen Totenhöfer bestreitet. Man fragt auch, wer ist dieser Mann? Und bezweifelt jeglichen Kontakt, man streitet das Interview ab und man bestreitet allgemein, dass er jemals im Gebiet von Al-Nusra bzw. FSA, also der Freien Syrischen Armee, also der sogenannten Rebellen, damit ist auch Al-Qaida gemeint, jemals war. Fasst man das jetzt alles mal zusammen? Ich blende jetzt immer mal wieder natürlich Grafiken dazu ein, damit ihr auch seht, wie die Zusammenhänge aussehen. Und sollten diese Informationen alle so zutreffen, alle so stimmen, dann könnte man wohl sagen, dass Jürgen Totenhöfer ein Heuchler, ein Lügner, ein Hochstapler und ein bösartiger Kriegstreiber ist. Und daher frage ich an dieser Stelle, Herr Totenhöfer, Sie schauen sich dieses Video bestimmt an. Ich möchte jetzt von Ihnen eine umfangreiche Stellungnahme. Legen Sie all Ihre Kontakte offen. Mit wem hatten Sie Kontakt? Wer hat dieses Treffen arrangiert? Wer hat Sie dorthin gefahren? Warum haben Sie sofort Russia Today ein Interview gegeben und nicht einem deutschen Fernsehsender? Warum ist so viel Propaganda darin enthalten, die dem Regime von Assad nutzt? Warum sollte ein dschihadistischer Kämpfer behaupten, dass er mit Israel in irgendeiner Verbindung steht? Damit würde er sich ja komplett bloßstellen und sich Hass zu ziehen von allen anderen dschihadistischen Gruppierungen. Denn bekanntermaßen ist Israel in der gesamten arabischen Welt zutiefst verhasst. Man fragt sich daher, wem nutzt es? Cui bono? Und ich denke, das ist relativ klar, wenn man sich alle Fakten ansieht. Sie, Herr Totenhöfer, haben ja schon angefangen, Ihr Posting ein wenig zu verändern. Die Überschrift haben Sie gelöscht mit dem Al-Qaida-Kommandanten. Aber es steht weiterhin drinnen, der ganze große Unsinn. Ich bin gespannt, wie Sie uns das alles erklären wollen, ob Sie diese ganzen Widersprüche aufklären können. Ich bezweifle das persönlich, aber warte jetzt einfach mal ab. Ich denke, Sie können innerhalb der nächsten 24 Stunden umfangreich reagieren und die Beweise offenlegen. Das dürfte ein leichtes für Sie sein. Und reden Sie nicht um heißen Brei herum. Jetzt mal Butter bei die Fische, Fakten auf den Tisch. Wir fangen hier nicht an,
wieder irgendwelche Bilder zu manipulieren. Dafür waren sie ja schon bekannt. Ich erinnere an ihr Foto im Gazastreifen, wo auf einmal neu eingepacktes Kinderspielzeug auf irgendwelchen Trümmern verteilt worden ist, damit es auf einem Foto von ihnen besonders dramatisch aussieht, ohne dass sie es erwähnt haben. Und zur Erinnerung, mit wem sie engsten Kontakt haben, blende ich jetzt nochmal ihr gemeinsames Foto mit dem Diktator Assad ein. In dem Sinne, machen Sie nicht weiter so, hören Sie einfach auf und entschuldigen sich vielleicht mal für das, was Sie in den letzten Jahren angerichtet haben. Bis dann.